und herzlich willkommen zu Spielwelten Vorgespielt. Ich bin Kim und heute geht es endlich weiter mit Robinson Crusoe. Das siebte Szenario steht an, King Kong. Ja, das ist ein Zusatzszenario und für alle, die es noch nicht wissen, das kann man sich auf der Pegasus-Seite runterladen. Ich werde den Link auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Ja, und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß dabei. In Szenario 7 sind die Charaktere mal ausnahmsweise nicht auf einer einsamen Insel gestrandet, sondern als Teil einer Filmcrew ganz bewusst dorthin gereist, um einen riesigen Affen zu fangen, der da leben soll. Ja, und das ist genau auch Ziel dieses Szenarios. Man muss King Kong fangen und wie das funktioniert, erkläre ich später. Erstmal noch ein paar andere Sachen vorweg. Zu den Vorbereitungen wäre zu sagen, dass die Charaktere schon mit einem gebauten Unterschlupf beginnen, was äußerst praktisch ist. Und das Ganze geht dann über 10 Runden, wobei es keinerlei Wetterphänomene gibt, bis auf den Tierwürfel. Der kann allerdings hier auch mehrfach pro Runde geworfen werden. Das hängt ganz davon ab, wie viele Totemsymbole zu sehen sind. Totemsymbole stellen hier Verstecke von King Kong dar. Und immer wenn halt so eins aufgedeckt wird, kommt ein Reihenfolgeplättchen drauf. Und die Anzahl der aufgedeckten Reihenfolgeplättchen gibt eben an, wie häufig man einen roten Würfel werfen muss. Ja, und mit dem hat es noch eine Besonderheit. Immer wenn die Palisade gesenkt werden muss, es aber nicht geht, weil die schon auf Null ist, dann greift eben nicht die Standardregel für unerfüllten Bedarf, sondern diese Spezialregel hier, die besagt, dass erstmal jeder Charakter einen Schaden kriegt. Das ist soweit noch normal. Aber zusätzlich stirbt eben auch das rangniedrigste Mitglied der Filmcrew und die Moral sinkt um 1. Einen ähnlichen Effekt haben wir übrigens Buchkarten. Da stirbt eben auch das Crewmitglied und die Moral sinkt. Ja, die Schauspielerin bildet allerdings eine Ausnahme davon. Die wird eben nicht umgebracht, sondern lediglich von King Kong entführt und muss dann erst gerettet werden, bevor das Szenario abgeschlossen werden kann. Und das macht man, indem man auf dem Inselteil mit dem Reihenfolgeplättchen 4 eine besondere Erforschenaktion ausführt und dann so viele Geheimniskarten zieht, bis eben eine Kreaturenkarte kommt. Die wird dann ebenfalls ausgeführt und dann ist die Schauspielerin gerettet. Ja, und noch zu erwähnen wäre, dass man einen Schaden bekommt, wenn man auf einem Inselteil mit Totem die Nacht verbringt. Sollte man also tunlichst vermeiden. Ja, zu den Entdeckungsplättchen. Da hätten wir zum einen Wodka, der hebt die Moral, dann King Kongs Fußabdruck, der gibt einen grünen Aktionsstein, die Signalpistole sorgt dafür, dass man einen roten Würfel ignorieren darf und der Einfallsreichtum hier, der ist etwas spezieller, der verschafft immer die Fähigkeit des letzten noch lebenden Crewmitglieds und das wären dann beim Lichtmann ein braunen Aktionsstein, wie halt Kerzen. Dann hier der Kameramann gibt 2 Entschlossenheit. Der Ton sorgt dafür, dass man die roten Würfel in der Runde vor der Aktionsphase wirft. Dann das Drehbuch erlaubt, die oberste Karte des Ereignisstapels anzusehen. Make-up hat keinen Effekt. Die Schauspielerin hier, die hebt die Moral um 1. Der Stuntman sorgt dafür, dass man Würfel neu würfeln darf. Der Schauspieler gibt +2 auf Waffenstärke. Und der Regisseur wiederum hat gar keinen Effekt. Ja, dann zu den besonderen Erfindungen dieses Szenarios. Zum einen die Falle, die ist essentiell wichtig, die kann auch mehrfach gebaut werden. Dafür braucht man halt 4 Holz und die Schaufel und die müssen auch auf Inselteilen mit Totemsymbol errichtet werden. Und ähnlich wie auch die Kreuze in Szenario 2 schon, muss man auch einen zusätzlichen Aktionsstein ausgeben, wenn sich eben Inselteile zwischen dem Zielinselteil und dem Inselteil mit dem Lager befinden. Ja, und die Betäubung hier, dafür braucht man halt Hügel, Steppe und Feuer. Die ist nicht ganz so wichtig, die sorgt lediglich dafür, dass der Endkampf mit King Kong etwas leichter ausfällt. Ja, und jetzt zum eigentlichen Ziel der Jagd auf King Kong. So, erstmal müssen 3 Fallen insgesamt gebaut worden sein auf Inselteilen mit Totem-Symbol. Dann muss die Schauspielerin gerettet sein, sollte sie entführt worden sein. Und es muss mindestens noch der Regisseur leben. Das sind also alles die Bedingungen. Dann kann man eben diese besondere Jagenaktion ausführen. Dann wird nochmal die Waffenstärke um 5 gesenkt. Und wenn dann noch die Charaktere leben, dann ist das Szenario gewonnen. Ja, so viel also zu den Besonderheiten dieses Szenarios. So, jetzt also wieder in der Totalen. Ich muss noch eine kleine Sache nachtragen, hatte ich vergessen zu erwähnen. Es gibt noch die Möglichkeit, das Szenario schwieriger zu gestalten. Wem das also so noch nicht schwer genug ist, der kann auch die Regel einführen, dass immer, wenn ein Charakter in der Nachtphase nichts isst, ein Mitglied der Filmcrew stirbt. Das ist natürlich ungemein schwieriger und das werde ich in diesem Spiel jetzt auch nicht machen. Ich wurde ja auch gebeten, hier eine andere Strandgutkarte mal zu verwenden. Das heißt, Nahrung ist ohnehin schon recht knapp bei mir. Ich werde also auswürfeln hier. Hier ist Herzchen, da kein Herzchen. Das ist genau 50-50 Chance. Herzchen. Es gibt also das zerstörte Rettungsboot. Tja, gibt mir also Holz statt Nahrung. Und die Truhe des Kapitäns
geht hier raus. Dann werde ich mal schauen, was ich für Startgegenstände bekomme. So, gut mischen. Das soll es jetzt gewesen sein. Okay, dann habe ich also die leere Flasche, sehr gut. Und Hammer und Nägel, auch nicht schlecht. Die leere Flasche finde ich in diesem Szenario insbesondere verdammt gut, weil sie nämlich zwei Waffenstärke gibt und ich muss ja recht schnell auf Waffenstärke 3 kommen, um vor dem roten Würfel sicher zu sein. Das erlaubt mir doch jetzt ein bisschen flexibleren Start. Ich mich jetzt also nicht um Waffenstärke direkt kümmern muss, aber erstmal muss ich hier den Ereignisstapel zusammenstellen. 10 Runden werden ja gespielt, das heißt 5 Karten von jeder Sorte. So, und hier auch nochmal. Boah, natürlich. So. Ja, komm, dann 1, 2, 3, 4, 5. Die noch zusammenschieben und nochmal mischen. Und dann habe ich jetzt einen eigenen Stapel. Wunderbar. Ja, jetzt werde ich das übrige Material mischen. Wer das nicht mit ansehen kann oder will, der klickt jetzt hier auf den Start-Button. Dann geht es sofort zum Beginn der Partie. Ich mache derweil hier mit den Inselteilen weiter. So, dann Geheimniskarten. Tierkarten. Gejagt wird ja eventuell doch das ein oder andere Mal, je nachdem, was ich sonst noch für Erfindungen da ziehe. Ob die mir dann ausreichend Nahrung verschaffen oder nicht. So, Deckungsplättchen. Nochmal abgehoben. So, Abenteuerkarten. So, und jetzt endlich die Erfindungen. Ja, hier würde ich mich über den Keller ganz besonders freuen, über die Schleuder für gewöhnlich. Jetzt habe ich die leere Flasche, das heißt, die ist nicht ganz so wichtig. Ja, und natürlich wie immer über die Grube. Die ist natürlich schon einiges wert. Auch wenn die mich in meinen letzten Partien, die ich so hier gespielt habe, ziemlich im Stich gelassen hat. Ja, das ist natürlich... Ja, da ist die Grube. Ha! Leider nicht dabei. Gehege, Bett, Gurte, Ofen und Bogen. Also eigentlich alles total unnütz. Also ich... Ich kann mir nicht vorstellen, wie es noch schlechter hätte kommen können. Der Schild hätte noch dabei sein können und was dann hätte noch das Bett rausgekonnt. Dann wäre es wirklich Worst Case, würde ich sagen. Also da wird definitiv der Zimmermann mal seine Einfallsreichtum spielen lassen müssen, um hier noch ein paar Erfindungen aufs Brett zu bringen. Ja, da muss ich halt mit leben. Kann man ja nichts dran ändern. So, es geht also los. Zimmermann, Forscher, Soldat in der bewährten Reihenfolge. Und dann will ich mal hoffen, dass ich trotz dieser miesen Erfindungskarten doch noch eine Chance habe, hier zu gewinnen. Aber das wird schon werden. Hier passiert ja zum Glück erstmal nichts. Und es gibt einmal Holz, einmal Nahrung in der ersten Runde. So. Ja, jetzt ist mein erklärtes Ziel, die Waffenstärke auf 3 zu bringen, möglichst rasch, und hier die Palisade auf 1. Damit bin ich dann vor dem roten Würfel erstmal sicher. Denn wenn die hier auf 0 ist und nochmal sinkt, stirbt ja ein weiteres Crewmitglied. Und da hier nur 5 Karten drin sind, können auch nur die obersten 5 sterben. Mal abgesehen von der 2-Buch-Karte. Und sonst kann es also nicht passieren, dass die Schauspielerin entführt wird. Sollte sie entführt werden, müsste ich sie ja auf dem Inselteil mit dem Reihenfolgeplättchen 4 retten. Und das will ich überhaupt nicht aufdecken, denn 1 bis 3 reichen mir ja für die Fallen. Und alles darüber hinaus ist ja im Prinzip überflüssig, gibt nur einen roten Würfel mehr. Das heißt, würde sie entführt werden, würde es mich enorm viel Zeit kosten. Und dann werde ich es eventuell nicht schaffen, das noch irgendwie gut über die Bühne zu bringen hier. Ja, und das...
erreiche ich jetzt erstmal am besten, indem der Soldat das Lager aufräumt. Dadurch kriegt er 4 Entschlossenheit und mit 3 kann er ja schon mal die Palisade um 1 anheben. Dann habe ich das schon mal sicher. So, und jetzt wird der Forscher dann mal hier auf gut Glück erforschen. Denn mit der leeren Flasche kriege ich 2 Waffenstärke und dann kann hier der Zimmermann definitiv mit dem einen Holz den restlichen Punkt auch hinkriegen. So, und jetzt ist nur noch die Frage, wie ich das sonst aufteile. Ja, der Zimmermann wird nochmal das Lager aufräumen. Die 2 Entschlossenheit kann der gut brauchen und so geht auch die Moral auf Maximum. Das heißt, selbst wenn das hier jetzt eine Buchkarte sein sollte, wird der Forscher auf jeden Fall seine 2 bekommen, um das nächste Teil aussuchen zu können. So, und dann, ja, baue ich die Schaufel schon in der ersten Runde? Ich glaube erstmal nicht. So wichtig ist es ja nicht. Ich habe nichts, was hier die Schaufel bräuchte und eine Falle baue ich so schnell auch nicht, wie es aussieht. Das heißt, der Forscher hilft jetzt einfach, dass das hier sicher vonstatten geht. Und dann war es das soweit. Es wird also abgehandelt. Hier passiert nichts, es wird gebaut. Waffenstärke 1 wird hergestellt. Und das war's dann auch, was das Bauen angeht. Dann wird erforscht und ich hoffe mal, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Jawohl. Es gibt zwar einen Schaden, damit kann ich aber leben. Und dann will ich mal sehen, was ich hier kriege. Es ist ein natürlicher Unterschlupf und Gebirge. Schade, Steppe wäre natürlich schöner gewesen, aber das kann man sich beim besten Willen nicht aussuchen. Ich kann froh sein, dass es hier kein Totem-Symbol gibt. So, das ist alles da. Dann muss ich noch eine Karte ziehen. So, es liegt was in der Luft. Die Insel ist voller Gefahren und du hast das ungute Gefühl, dass bald etwas Schlimmes passieren wird. Lege das grüne Abenteuerplättchen auf den Kartenstapel der Aktion Erforschen, mische diese Karte in den Ereignisstapel. Ja, das ist jetzt nicht so das Wildeste. Damit kann man noch ganz gut umgehen. So. Das liegt also auch. Dann wird hier eine große Aufräumaktion gestartet. Moral geht auf Maximum und der Zimmermann kriegt 2 Entschlossenheit und der Soldat ganze 4. Und damit bin ich ja schon mal gut vorbereitet. So, dornige Büsche. Ja, nicht verkehrt. So, der Soldat wird aber dennoch seine Fähigkeit nutzen, um die nicht Moral, sondern die Palisade um 1 anzuheben. Denn das kann er nur einmal pro Runde machen und eventuell sollte ich das dann nicht verfallen lassen. Und die dornigen Büsche kann man da im Notfall noch zusätzlich anwenden. So, ja, und die leere Flasche muss ich jetzt eigentlich nicht einsetzen, denn ich habe ja eigentlich keinen roten Würfel. Ach komm, warum denn nicht? So. Und mein Hund ist hier unruhig und geht von einer Stelle zur nächsten. Ja, dann war es das soweit mit der Wetterphase. In der Nachtphase kann einer nur essen. Dann würde ich mal sagen, ist es der Forscher, weil der schon einen Schaden genommen hat. Und die beiden kriegen ja einen. Das wird dann abgeworfen. Ja, und dann habe ich in der ersten Runde erreicht, was ich erreichen wollte, nämlich Waffenstärke 3 und Palisade 1. Ich habe ein Teil erforscht, was kein Totem-Symbol hat, was nicht verkehrt ist. Ja, und dann will ich mal sehen, was Runde 2 mir bringt. Und der muss jetzt auch eine Karte ziehen. Gefahren im Wald. Das Lager zu verlassen wird immer gefährlicher. Da liegt schon. Lege erhöhte Gefahr auf das Aktionsfeld Erforschen. Wenn die Waffenstärke bei der nächsten Erforschen-Aktion nicht mindestens 1 ist, erleidet der Spieler eine Wunde. Und dann Jagd auf das Raubtier. Für eine Aktion eine Entschlossenheit wirft das durch die Karte platzierte erhöhte Gefahrenplättchen ab. Nimm dir eine Entschlossenheit und wirft dann diese Karte ab. Ansonsten wirft das durch die Karte platzierte Gefahrenplättchen ab. Jeder Charakter erleidet eine Wunde. Okay, dann geht das gleich mal dahin. So.
Ja, dann gibt es 2 Entschlossenheit für den Forscher, die er auch gut gebrauchen kann. Und einmal Holz, einmal Nahrung. Ja, dann wird in der Runde der Forscher erstmal hier gucken, was auf die Gruppe zukommt. Ich hätte jetzt eventuell doch gern einmal ein Totem-Symbol. Aber da wird nichts draus. Was nehme ich denn dann für ein Teil? Dann würde ich mal sagen, Steppe. Steppe ist mir wichtiger. Das geht also schon mal weg. Und jetzt muss ich wirklich abwägen, ob ich Holz oder Nahrung will. Ich habe ja keine Grube. Aber die wird der Zimmermann garantiert bekommen, wenn er sich denn mal hier Gedanken macht, denn die liegt ja direkt oben. Nehme ich das. Dann nehme ich das. Und das wird der Forscher dann auch hier hinsetzen. Der Zimmermann wird sich den einen Entschlossenheit besorgen, der ihm noch fehlt, und dabei gleichzeitig die Karte abwehren. So, und ich hoffe, ihr werdet nicht allzu sehr von meinem Hund gestört, der gerade frisst. Das muss ja auch mal sein, dass die lieben Tierchen was zu fressen kriegen. Ja. Essen ist ein gutes Stichwort. Vielleicht sollte der Soldat auf die Jagd gehen. Aber nein, 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 macht er nicht. Die werden also definitiv nochmal bewusst hungern. Denn der wird einfach das hier nutzen, um das Holz zu sichern, bevor es wegschwimmt. Oder? Ja, doch, macht er so. Ich habe einfach zu viel Bammel davor, dass die Waffenstärke da gesenkt wird. Dann nehme ich doch lieber in Kauf, ein paar Wunden zu kriegen. So, dann ist die Schaufel immer noch zu bauen. Ja, und ansonsten nicht viel anderes. Ja, dann bauen die beiden doch zusammen ja die Schaufel. Und dann macht er das alleine. Na gut. Nee, mache ich das so. Da die Schaufel ja jetzt nicht so dringend nötig ist, ich aber durchaus gerne auf jeden Fall ja die Steppe hätte, um nächste Runde das Seil bauen zu können, machen wir das so. Dann ist das doch weitaus besser. Ja, und dann wird es abgehandelt. Es wird also das Rettungsboot verwurstet zu Holz. Und hier wird das Plättchen entfernt und es gibt eine Entschlossenheit für den Zimmermann. Okay. Dann wird gebaut, und zwar unsicher, die Schaufel. Ja, eine Wunde zwar, aber zumindest... Nein, ein Erfolg. Haha, es gibt ja keine Entschlossenheit bei Erfolg. Und eine Karte, so rum. Schlechte Konstruktion. Euer Lager ist aus Stückwerk zusammengefuscht und sehr instabil. Mische diese Karte in den Ereignisstapel und es droht, die Dachstärke halbiert zu werden. Das ist, glaube ich, nicht ganz so nötig hier, also so schrecklich in diesem Szenario. Da wird also nicht viel passieren müssen. So. Aber ich muss auch hier eine Karte ziehen. So. Erstmal aber das alles, was so sonst noch kommt, was reinmischen. Verborgene Höhle. Tief im Dickicht verborgen findest du eine geheimnisvolle Höhle. Entscheide, wirf diese Karte ab oder ziehe Geheimniskarten und führe bis zu 2 Schätze sowie eine Kreatur und eine Falle aus. Mische diese Karte dann in den Ereignisstapel. Mache ich. Also, 2 Schätze, aber die erste Falle. Falltür. Du fällst fast
in eine Grube, als sich unter dir eine Falltür öffnet. Zwar kannst du zur Seite springen, verlierst aber alles, was du bei dir trägst. Wenn du während dieser Aktion bereits ein oder mehrere Schätze erhalten hast, musst du sie alle abwerfen. Sie gelten dennoch als ausgeführt. Ja, ich habe ja noch nichts gefunden. Das heißt, ich kann jetzt ganz entspannt ziehen, bis ich zwei Schätze habe. Weinflasche. In Vino Veritas. Behaltet diese Karte. Ihr könnt sie einmal im Spiel verwenden, um in der Nachtphase insgesamt zwei Wunden auch von verschiedenen Charakteren zu heilen. Danach wird die Karte abgeworfen. So, und dann Kräutermischung. Eigenartiger Geschmack, eigenartiger Effekt. Behaltet diese Karte. Ihr könnt euch einmal im Spiel die oberste Karte des Ereignisstapels ansehen und danach wird die Karte abgeworfen. Super. Ja, ob sich das so gelohnt hat, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall wird das hier reingemischt. Das geht dahin. So. Das war es dann endlich. Und ich kann gucken, was ich hier kriege. Kerzen. Heilkräuter. Ich habe die Schaufel. Ich habe zwei Holz mehr. Okay, es wird in der Wetterphase immer noch nichts gewürfelt. Dafür aber in der Nachtphase gegessen. Zimmermann kann essen, die beiden anderen hungern. Ganz simpel. Und das Lager bleibt noch dort. Noch kann ich hier ja was erforschen. Hin. So, dann geht es in Runde 3. Das wird abgeworfen hier. Und der Soldat ist Startspieler. Und zieht eine Karte. Gefräßiges Rudel. Entweder bekämpft ihr die Tiere oder ihr müsst eure Nahrungsquellen mit ihnen teilen. Eine Buchkarte. King Kong schlägt zu. Zack, Moral sinkt. Die eurem Lager am nächstgelegene Vogelnahrungsquelle ist erschöpft. Lege einen Marker darauf. Ist gar keine da. Haha. Ist keiner verfügbar, erleidet jeder Charakter eine Wunde. Oh Gott. So, Kampf um Nahrung für eine Aktion und zwei Waffenstärke. Nimm dir eine Entschlossenheit und reaktiviere die erschöpfte Nahrungsquelle. Wirf dann diese Karte ab. Ansonsten droht halt, dass die Abenteuerplättchen grün und grau gelegt werden, was jetzt nicht so das Wildeste ist. Also kann ich die ja eigentlich durchlaufen lassen. Hat mich ja schon genug geschädigt, diese Karte. So, jetzt kriege ich leider nur einen in der Moralphase. Aber immerhin eine Nahrung und ein Holz. So. Ja, in der Runde kann ich das Seil bauen. Das heißt, das wird auf jeden Fall gemacht, damit hier nächste Runde die Falle da ist. Aber jetzt guckt er sich erstmal die nächsten 5 an. Okay, die Schleuder wäre am Anfang gut gewesen. Trommeln sind gut, Sack und alles, aber bis auf den Schild eigentlich alles gute Sachen. Aber ich will ja die Grube haben. So. Und die kann ja jetzt auch in der Runde gebaut werden. Für ein Holz. Und das mache ich dann auch. Ja, der Soldat wird mal wieder das Lager aufräumen. Macht er das allein oder sollte... Ja, der Forscher hilft ihm dabei, damit er auch mal zwei Entschlossenheit kriegt. Der Forscher schnappt sich erstmal hier die Kerzen und hebt die Grube aus. Kostet ein Holz. Schaufel ist ja vorhanden. So. Ja. Nahrung muss ich halt mit leben, dass ich hier keine kriege. Das sind dann nochmal einige Wunden, die ich erleide. Aber kann ich nichts gegen machen. So, der Soldat wird das Messer bauen. Zimmermann das Seil. Das muss auch mal hier umgedreht werden. So. Aber ich überlege gerade, ob der es tatsächlich macht oder dich doch auf gut Glück nochmal erforscht. Komm. Erforscht er einfach nochmal auf gut Glück. Und je nachdem, wie es ausgeht, wird dann das Lager versetzt oder nicht. So macht der das also. Dann würde ich mal sagen, Hammer und Nägel werden gebraucht, um definitiv das Seil hinzukriegen. Und das Messer, ob das jetzt hinhaut oder nicht,
Das lasse ich mal vom Zufall entscheiden. Hier passiert also nichts, erst hier. Es wird ein Seil gebaut. Und ebenso wird eine Grube gebaut. Und dann wird vielleicht auch ein Messer gebaut. Jawohl, noch nicht mal ein Schaden, aber eine Karte. Ihr braucht ein größeres Lager. Euer Lager ist zu klein, um eure gesamten Errungenschaften darin unterzubringen. Bald werdet ihr es vergrößern müssen. Mische diese Karte in den Ereignisstapel und dann ja Lager vergrößern. Ärgerlich, aber hier jetzt nicht ganz so wild. Das ist in anderen Szenarien dann deutlich übler, die Karte. Okay, dann hat das ja alles geklappt mit dem Bauen. Wunderbar. Dann wird erforscht. Das kein Erfolg ist, aber einen Schaden bringt. Ja, kein Erfolg. Zwei Entschlossenheit, so ist es. Ja, und dann muss ich dennoch eine Karte ziehen. Verfallene Hütte. Du entdeckst eine verfallene Hütte im Dickicht. Entscheide, wirf diese Karte ab oder drehe sofort Messer, Seil, Schaufel oder Heilmittel auf die Gegenstandsseite. Misch diese Karte dann in den Ereignisstapel. Ja, nehme ich jetzt leider nicht, weil ich alles Sinnvolle davon schon habe. Das Heilmittel kriege ich ja zur Not auch, wenn ich dann irgendwann mal den Topf bauen sollte. Okay, dann ist es einfach nur ein ganz mieser Fehlschlag gewesen. So, dann wird das hier nochmal aufgeräumt. Und es gibt nochmal zwei Entschlossenheit für den Forscher und zwei für den Soldaten. Okay, dann gibt es also jetzt ein Messer. Waffenstärke geht um 1 hoch. Es gibt eine Grube und ein Seil. In der Wetterphase wird schon wieder nichts gewürfelt. Ich habe immer noch kein Totem-Symbol aufgedeckt. Ja, und dann muss in der Nachtphase gegessen werden. Soldat ist nichts und Forscher ist nichts. Dann sinkt die Moral schon mal um 1, Zimmermann kann essen. So, ja, das wird dann noch abgeworfen. Das mache ich mal etwas ordentlicher. Ja, gerade mit der Gesundheit läuft es nicht ganz so gut. Ich hätte vielleicht doch mal auf die Jagd gehen sollen. Aber was will ich machen? Jetzt ist Runde 4 dran. Zimmermann ist an der Reihe. Der kann ja jetzt auch die Falle bauen und dann wird das mit der Nahrungsversorgung schon hinhauen, denke ich. Gut, der zieht also eine Karte. Erdrutsch, ihr habt keine andere Wahl, ihr müsst fliehen. Oh ja, herrlich. Zack. Verlegt sofort euer Lager auf ein angrenzendes Inselteil eurer Wahl mit allen üblichen Konsequenzen. Befestigt das Lager für eine Aktion und die Schaufel, nimmt ihr eine Entschlossenheit und wirft in diese Karte ab. Ansonsten wird in der Runde die Produktionsphase übersprungen. Juhu. Ja, das gibt jetzt zwei Entschlossenheit für den Zimmermann, aber leider jetzt nur keine Nahrung, einmal Holz, beziehungsweise vielleicht doch Nahrung. Ich habe ja eine Grube ausgehoben, jetzt frisch. Ja, aber die gibt mir natürlich nichts. Ha. Ja, das heißt wohl auf die Jagd gehen in der Runde, denn noch mehr Schaden kann ich mir da nicht erlauben. Ja, der Forscher wird also erstmal sich die nächsten drei Teile ansehen. Ein Fluss, ein Gebirge, einmal Hügel. Alle drei haben ein Totem-Symbol. Was nehme ich denn dann? Lohnt der Fluss noch wegen der Karte und dann eventuell der Abkürzung? Würde mal sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann wird er hier mal erforschen. Da die ein bisschen im Hintertreffen sind, wird er vielleicht sogar nochmal erforschen. Ja, komm. Zur Not kann er neu würfeln. Also einmal sollte es zumindest hinhauen. Dann
will der Zimmermann seine Falle bauen. Und das macht er definitiv auch sicher. Die Frage ist nur, wie er das umsetzt. Ja, der Soldat wollte auf die Jagd gehen. Da muss nicht zwingend was abgewehrt werden, weil ja jetzt erstmal nur Abenteuerplättchen gelegt werden. Das geht schon. Will er denn noch irgendwas bauen hier? Eigentlich nicht, dann macht er das einfach sicher und spart sich Hammer und Nägel für was Späteres auf. Ja, dann wird's abgehandelt. So, jetzt hat der Soldat eventuell nochmal die Chance, was an Waffenstärke zu erhöhen, aber ich glaube, 4 reicht ihm da erstmal. Dann guckt er, was er kriegt. Tapir, 3 Waffenstärke, 1 wird sie reduziert, 2 Nahrung, 1 Fell. Naja. Wenigstens etwas. So, hat leider nicht genug für alle rangeschafft, aber das ist halt nicht zu verhindern. So, die Falle wird sicher gebaut. Es gibt 2 Entschlossenheit, aber ich muss definitiv auch eine Karte ziehen. Für die Zukunft. Du nimmst dir die Zeit, die Befestigung mit Büschen und Gestrüpp zu verstärken. Wenn diese erstmal darüber wachsen, wird sie dadurch noch sicherer. Misch diese Karte in den Ereignisstapel. Hey, mal was Positives. Und dann auch noch was, was die Palisade erhöht. So. So. Ja, dann wollte der erforschen, ja. Und erstmal wird da angefangen. Ja, das ist schon mal ein Erfolg und eine Karte. So, es gibt also jetzt den Fluss, ein Entdeckungsplättchen und auch endlich ein Totem-Symbol. Hab ja lang genug drauf warten dürfen. Und eine Karte. Fehltritt. Du brichst plötzlich in den Boden ein. Lege das grüne Verletzungsplättchen auf dein Bein deines Charakters. Misch diese Karte in den Ereignisstapel. Es droht ein verstauchter Knöchel. Heje. Ja, das wird hier reingemischt. Und dann hier. Ja, da tut er sich sogar noch weh. Zack, zack. Ja, Hügel. Hügel. Eine Tierkarte. Zweite Totem-Symbol. 2 Entdeckungsplättchen. Und es muss auch eine Karte gezogen werden. Tiger im Unterholz. Du bemerkst einen Tiger und versteckst dich. Wenn du jetzt zum Lager zurückkehrst, wird er dir sicherlich folgen. Entscheide, wirf diese Karte ab oder führe die Nachtphase außerhalb des Lagers durch. Kap und führe die Nachtphase außerhalb des Lagers durch. Er hat keine Nahrung dabei, deswegen lässt er das vielleicht. Misch diese Karte in den Ereignisstapel. Muss ich halt mit einem Tigerangriff auch noch leben. So. Dann sind alle wieder da, wo sie sein sollen. Das sind Gemüse, es ist ein Schatz. Eine Ziege, hey, das ist ja nochmal Nahrung. Und natürlich die Falle, wie das beschert. Ja. Dann wird die Ziege auch geschlachtet. Aber ich muss vorher noch 2 Mal nur würfeln. Ha, den Schatz gucke ich mir auch noch an vor der Nachtphase. Ah, und 3er Tier, das ist alles noch im grünen Bereich. Und die Palisade knackt zusammen. Nimmt er gleich mal Gegenmaßnahmen in Angriff. So, und den Schatz wollte ich mir auch noch ansehen. Ich habe ja noch eine Weinflasche, sehe ich gerade. Das ist kein Schatz, auch nicht. Ah, Gold, ja herrlich, ne? Habe ich ja den Jackpot gezogen. Versteckt im Schatten entdeckst du eine unscheinbare Kiste. Du näherst dich und öffnest sie. Sie ist voller Goldmünzen. Leider ist Gold auf der Insel nichts wert. Ja. Hat sich ja voll gelohnt.
Naja, die Nachtphase. Das Lager bleibt da jetzt. Alle können essen zumindest. Ansonsten ist da nicht viel zu tun. Ich kann noch das hier abwerfen. Und ich kann jetzt auch heilen. Dann würde ich mal sagen, heilt der Soldat mal zwei mit der Weinflasche. Dann ist die auch weg. Ja, und dann geht's in Runde 5 mit dem Forscher als Startspieler. So, dann gucken wir mal, was hier kommt. Tosender Fluss, die Insel ist wirklich kein angenehmer Ort. Ja, habe ich schon gemerkt. Das kommt da drauf. In der Produktionsphase dieser Runde erhaltet ihr nur die Hälfte aller produzierten Ressourcen abgerundet. Dann baut einen Graben für eine Aktion und die Schaufel nimmt der Entschlossenheit, wirft dann diese Karte ab. Ansonsten wird in der Runde die Produktionsphase übersprungen. Ja. So, das fällt jetzt hier raus. Das heißt, graues Plättchen liegt schon, das wird auch noch gelegt. Und dann war es das. So, es gibt 2 Entschlossenheit für den guten Forscher. Und dann jetzt nur noch die Hälfte aller produzierten Güter. Da muss ich jetzt mal gucken, was denn die Hälfte ist. Ja, zack. Was soll dann die Hälfte sein? Holz und Nahrung oder 2 Nahrung? Da 2 Nahrung ohnehin nicht ausreichen, denke ich mal, dass ich sowieso auf die Jagd gehe. Ich gucke aber jetzt mal hier die oberste Karte an. Darf ich ja. Und das ist tatsächlich das, was hier die Palisade um 1 anhebt. Das ist ja cool. Sollte das vielleicht auch so bleiben? Ja gut, dann nehme ich das Holz, denn Holz ist wertvoll hier. Und 2 Nahrung gehen weg. Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, King Kong Fallen zu bauen, würde ich mal sagen. Erstmal muss ich nichts erforschen, zumindest nicht zwingend. Da sollte ich aber definitiv auch was abwehren. So, der Soldat räumt das Lager auf, denn die Moral ist ja nicht top. Und der Soldat wird mit dem Forscher auf die Jagd gehen, dass die auch genug Essen ran schaffen. Dann würde ich mal sagen, wird der Forscher die Karte bauen. Auch wenn es mit der Abkürzung klappt, es einfach nicht. Aber warum nicht? Moment mal. Ja doch, das ist durchaus noch im grünen Bereich. Dann sollte es aber diese Runde definitiv klappen. Deswegen holt er sich mal Hammer und Nägel. Fragt mich nicht, inwieweit das helfen soll, eine Karte zu zeichnen. Aber das wird schon irgendwie hinhauen. So, und dann kann der Zimmermann... Ja, der muss jetzt was abwehren da. Hä? Was sind denn nochmal die Konsequenzen? Das war die Produktionsphase übersprungen. Wird die Produktionsphase übersprungen. Ist also im Prinzip egal. Dann kommen wir die, ist schon länger dabei. Vielleicht auch beide abwehren oder jetzt doch eine Falle bauen. Ja komm, der baut eine King Kong Falle. Allerdings verbilligt. Dahin. So, und dann würde ich mal sagen, Kommando zurück, dann ist das mit der Karte doch nicht ganz so wichtig. Ist mir die Falle doch schon wichtiger, dass die steht. Dann disponiere ich hier auch noch mal kurz um. Ja doch, denn der kann neu würfeln zur Not und dann ist das schon besser. Ja, dann hat es ja lange gedauert, aber so soll es dann sein. Der wehrt also das hier ab und bekommt die Entschlossenheit. Dann gehen beide hier auf die Jagd. Was kriegen sie denn diesmal? Böcke. Waffenstärke 4. Ja, das heißt, ein Schaden
Waffenstärke sinkt auch um 1, aber wenigstens gibt es 3 Nahrung und ein Fell. Haben die ihren Bock geschossen. So, und es geht zum Bauen. Erstmal eine King Kong Falle sicher. 3 Holz gehen weg. Das dahin, das dahin. Und die ist dann auf dem Teil 1. Dann wird nicht gesammelt. Ach doch, stopp, hier wird erst nochmal gebaut. Ja, ein Schaden. Einmal sinkt die Moral. Und dann ist es ein Erfolg und er muss eine Karte ziehen. Aber wenigstens ist die Karte dann jetzt vorhanden. So, was sagt das denn hier? Harte Arbeit. Du hast so viel Energie in deine Arbeit gesteckt, dass du nur noch einen Mordshunger hast. Wenn möglich, wirf eine Nahrung ab. Ja, zum Glück musste ich die jetzt nicht hier reinmischen. Das hätte mir das dann alles versaut, aber egal. Hätte ich zur Not auch in Kauf genommen. So, und dann wird hier nochmal das angehoben und 2 Entschlossenheit produziert. Und das war's dann schon wieder. Die Karte ist also vorhanden, hat also einen Aktionsstein. Es gibt immer noch 3 Nahrung, hier noch ein Fell dazu. Okay. Der Forscher hat jetzt eine ganze Menge Entschlossenheit, die er noch nutzen könnte. So, aber erstmal würfel ich 2-mal in der Wetterphase. Da ist noch alles im grünen Bereich, noch nicht so ganz. Die Waffenstärke ist nicht top. Dann wird die erstmal so auf 3 gebracht, dass ich vor dem Tier sicher bin. Na, Nahrung geht weg und nichts passiert. Tja, so kann es gehen. Dann ist es halt das. Ja, dann kann der Forscher nochmal was einsetzen. Er kann nämlich eine Ansprache halten, um die Moral hochzubringen. So, und dann wird jetzt gehungert. Und zwar diesmal vom Zimmermann. Die beiden anderen können essen. Lager bleibt, wie gesagt, da. Das wird jetzt abgeworfen, alles. Es geht in Runde 6 mit dem Soldaten als Startspieler wieder. Und ja, der zieht jetzt hier die Karte. Es hat sich gelohnt. Das Gestrüpp und die Büsche verstärken eure Palisade. Plus 1 Palisade, falls ein Unterschlupf vorhanden ist. Zieht er noch eine Karte. Okay, Krach. Man kann eben aus Stückwert kein stabiles Dach bauen. Halbiert eure Dachstärke. Ergebnis aufrunden. Zieht er noch eine Karte. Dann die letzte. Insekten. Das von euch gesammelte Holz ist vollkommen zerfressen. Na, erstmal wird hier einer gefressen. Wenn möglich, wirf ein Holz ab. Ja, ist natürlich ärgerlich. Dann Schädlingsbekämpfung für eine Aktion und das Feuer. Nimm dir eine Entschlossenheit, wirf dann diese Karte ab. Ansonsten darf ich nochmal ein Holz abwerfen, was ungünstig ist in diesem Szenario, wie gesagt. Ja, dann gibt es immer noch 2 Entschlossenheit für den Soldaten. Und es gibt, ja, wie viel Nahrung gibt es denn? 3 Nahrung, 1 Holz. Ja, und schade, jetzt fehlt mir genau 1 Holz, um die nächste King Kong-Falle zu bauen. Pech, Pech. So, damit mir das in Zukunft nicht passiert, sollte ich mal dafür sorgen, dass ich mehr Holz ran schaffe. Das heißt, der Forscher wird definitiv seine Abkürzung jetzt bauen. Die Karte ist ja vorhanden. Und dann kann der auch gleich mal gucken, was die nächsten 3 Teile bringen. Denn ein Totem-Symbol fehlt mir ja noch. Da hatten wir 1, da ist leider keins. Da wäre 1, ja. Das, welches Teil ich da nehme, ist eigentlich egal. Nehme ich dann noch ein Gebirge. So. Hier muss ich auch was abwehren, definitiv. Und Nahrung ist genug vorhanden. So, das heißt, der Soldat kann wieder einmal da aufräumen und einmal was abwehren hier. Er kann aber nur das abwehren, weil ich kein Feuer habe. Fällt mir mal gerade so auf.
Ja, der Zimmermann wird dann definitiv den Bau unterstützen. Ja, obwohl, nein. Dann kann der Forscher das auch ruhig komplett alleine bauen. Warum denn nicht? Und der Zimmermann wird noch irgendeinen nützlichen anderen Gegenstand hier zusammenfrickeln müssen. Dann würde ich mal sagen, wird es der Topf sein. Dann, ich habe ja schon zwei Entdeckungsplättchen, die den Topf benötigen. Und da ist eins mit Heilung dabei. Also warum denn nicht? Okay, dann wird das wieder abgehandelt. Das wird also wieder abgeworfen. Es gibt eine Entschlossenheit für den Soldaten. Es wird dann nichts gejagt, aber gebaut. Und zwar der Topf. Der ist also vorhanden und die Abkürzung auch. Und das gibt sofort zwei Entschlossenheit für den Forscher. So, und dann wird noch einmal das Lager aufgeräumt für zwei weitere Entschlossenheit beim Soldaten. Und dann werde ich die Abkürzung hier hinlegen. Und der Topf ist auch vorhanden, okay. Ja, jetzt muss wieder zweimal gewürfelt werden in der Wetterphase. Hier sieht alles soweit gut aus, da muss der Soldat also nichts tun. Erster Wurf, das Tier, wehre ich ab. Zweiter Wurf, gar nichts. So muss es sein. Okay, dann geht's in die Nachtphase, wo jeder essen kann. Das ist ja mal was Feines. Ja, und dann kann ich auch, weil ich den Topf habe, das Heilmittel herstellen. Und einer kann sich auch heilen. Wen nehme ich denn da? Ich nehme einfach den Zimmermann, weil der kurz vorm Jammern ist. So, dann wird hier abgeworfen. Und es geht in die nächste Runde. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was hier auf mich zukommt. Verstauchter Knöchel. Dein Knöchel schmerzt so stark, dass du kaum auftreten kannst. In dieser Runde kann der Charakter mit dem Verletzungsplättchen auf dem Bein nur die Aktionen Ausruhen, Lager aufräumen und Bauen ausführen. Lege das ab und ziehe dann noch eine Karte. Ach, vielleicht lasse ich das erstmal zur Erinnerung da liegen. So, dann das Lager vergrößern. Es lässt sich nun nicht mehr aufschieben. Das Lager muss ausgebaut werden. Ja, legt er plus ein Holz auf das Feld mit den Baukosten für Unterschlupf, Dach und Palisade. Um diese zu verbessern, muss ab sofort ein Holz mehr bezahlt werden. Zieht dann noch eine Karte. Na, da ich das hier nicht mit Holz mache, kann ich damit gut leben. Jetzt komm aber. Er hat euch gefunden. Der Tiger hat das Lager gefunden und greift an. Der Startspieler bekämpft das Tier. Ja, der Startspieler hat leider nur, also der hat eine Waffenstärke zu wenig zur Verfügung. Dann sinkt die ganze Sache nochmal. Und es gibt zwei Nahrung, ein Fell und die Palisade sinkt. Und zu noch nicht so guter Letzt, ha, die Insel ist verflucht. Jeder Ausflug in die Wälder endet in einer Katastrophe. Legt das grüne Abenteuerplättchen auf den Kartenstapel der Aktion erforschen, zieht da noch eine Karte, das liegt schon da. Ja, und jetzt endlich Unordnung im Lager. Es wird eine Weile dauern, das wieder aufzuräumen. Ja, ja, wer war das denn da? Erstmal stirbt einer und lege erhöhten Arbeitsaufwand auf das Aktionsfeld Lager aufräumen. Und dann aufräumen für eine Aktion, nimmt er eine Entschlossenheit und wirft dann diese Karte ab. Ansonsten muss jeder eine Entschlossenheit abwerfen. So, war ja jetzt eine schwere Geburt, das alles. So, dann gibt es jetzt dennoch zwei Entschlossenheit für den Zimmermann. Ja, und Nahrung. Hoffentlich ausreichend für alle. Mal sehen, was die Grube mir beschert. Jawohl. Zwei. Einen für die Falle. Und dann nochmal einen Holz. Und hier mit der Abkürzung kriege ich noch ein Holz. So, ja, das ist doch was, womit man arbeiten kann, würde ich mal sagen. Jetzt wird definitiv die nächste King Kong-Falle gebaut werden. Und das macht der Forscher, das ist die Frage. Nee, macht er nicht.
macht der Zimmermann, der kann es nämlich verbilligt tun. Kostet das nur 3 Holz und der Forscher hilft ihm einfach dabei. So. Wohl nein, der Forscher kann ihm nicht dabei helfen. Gut, der darf hier ja nicht. Doch, der darf bauen, oder? Doch, darf er. Bauen darf er. Er darf nur nicht erforschen gehen. Puh, Glück gehabt. So. Ja, Lager aufräumen darf er auch. Dann hilft er einfach dem Soldaten, das Lager aufzuräumen. Dann ist das da auch gleich wieder weg, das Plättchen. Da genug Nahrung vorhanden ist, wird der Soldat dann gemeinsam mit dem Zimmermann, obwohl muss er gar nicht, der kann nämlich die Karte nehmen, wird da erforschen. Ja, was macht der Zimmermann doch mit seiner einen Aktion? Da muss noch was abgewehrt werden, sehe ich gerade. Feuer habe ich immer noch nicht, das heißt, geht nur das. So, und dann stimmt das so. Hier wird also was abgewehrt, es gibt eine Entschlossenheit. Wunderbar. Dann wird nicht gejagt, aber gebaut. Und zwar eine King Kong Falle auf Teil 2. So, das geht also hier hin. Dann wird nichts mehr gebaut, aber dann erforscht vom Soldaten. Der deckt dann also das Teil auf, was denn noch fehlte. Muss aber eine Karte ziehen. So, Gebirge ist ja schon da. Okay, kalter Wind. Während deiner Erkundung spürst du plötzlich einen sehr kalten Wind im Nacken. Es scheint, als würde der Winter beginnen. Misch diese Karte in den eigenen Stapel. Ja, es droht Schnee. Ha. Ich habe ja noch nicht genug hier zu kämpfen auf der Insel. Da muss ich noch Schnee kriegen. Ganz dringend, freue ich mich schon drauf. So, das geht dahin zurück, das dahin. Mein Vorrat und dann wird hier nochmal das Lager aufgeräumt. Einmal nur. Und der Soldat bekommt 2 Entschlossenheit. Ja, das war es dann alles soweit, wie ich das sehe. Es sind Gewürze da, das ist ja auch nicht schlecht. So, ja, bevor ich jetzt würfle, wird der Soldat, das muss ich schon 3-mal würfeln, ne? Aber egal, er wird auf jeden Fall die Waffenstärke um einen anheben. Ja, und dann hoffe ich mal, dass jetzt gute Sachen kommen. 3-mal muss ich jetzt würfeln. Knack, Palisade bricht, ich kann dornige Büsche einsetzen, um sie wieder hochzubringen. Dann, 2. Wurf, Palisade bricht, oh nein, 3. Wurf, nichts passiert. Glück gehabt. Ja, dann kann ich das ja auch endlich abwerfen. Und dann kommt die Nachtphase erstmal, der jeder essen kann. Und dann kann ich noch eine Nahrung im Topf in einen Lebenspunkt umwandeln. Einen Keller habe ich ja nicht. Dann werde ich die auch nicht aufheben können. So. Ja, komm, dann kriegt der Forscher mal die eine. Das wird abgeworfen hier. Verrottet. Okay, ja. Dann geht's in die nächste Runde, Runde 8. Ach, das geht auch weg hier. Dem Forscher als Startspieler. Okay. Rauch am Horizont. Ein großer Teil der Insel steht in Flammen. Oh Gott. Wenn möglich, legt einen grauen Marker auf ein Inselteil mit Steppe. Der Landschaftstyp gilt für dieses Inselteil ab sofort als unerforscht. Ja, ist nur die eine Steppe dort vorhanden, wo ich gerade bin. Das Feuer löschen für eine Aktion entfernt den sofort platzierten Marker von der Steppe. Nimm dir eine Entschlossenheit, wirf dann diese Karte ab. Ansonsten wird der Effekt nochmal für jedes Inselteil ausgeführt. Macht jetzt nicht so viel aus. Sollte ich aber eventuell doch abwehren, damit das ja nicht zum Tragen kommt. So, dann wird es nochmal 2 Entschlossenheit geben. Und ich darf nochmal würfeln. Die Grube, die bringt diesmal gar nichts. Also nur eine Nahrung und
ein Holz und dann noch für die Abkürzung ein weiteres Holz, das ich dringend brauche. Denn in der Runde hätte ich gern dann die letzte King Kong-Falle gebaut. So, ja, gutes Stichwort. Wieder mal verbilligte Bauweise anwenden, damit der Zimmermann für 3 Holz statt 4 das bauen kann. So, das macht er auch auf jeden Fall sicher. Die Frage ist nur, wer ihm dabei hilft. Ja, der Soldat wird definitiv auch schon mal... Oder warte, wird er nicht. Vielleicht sollte ich tatsächlich doch mal bauen, die Palisade. Ich kann die ja auch mit Fellen bauen und die kann ich ja sonst für nichts großartig mehr benutzen. So, das heißt, der Forscher hilft schon mal. So, dann sollte man vielleicht ein Tier jagen. Machen die dann, damit ich an die nötige Nahrung komme. Ich sehe gerade, wenn ich sowieso baue, dann kann ich das auch mit dem Feuer machen. Ja. Da muss ich ja dann nicht noch Felle für ausgeben. Dann habe ich noch ein Feuer. Könnte ich ja auch eventuell sogar noch die Betäubung bauen. Wohl dafür habe ich jetzt wohl keine Zeit mehr. Ja. Oder ich könnte natürlich jetzt nochmal auf Risiko gehen und die beiden was unsicher bauen lassen, dann eventuell 2 kriegen oder gar nichts. Ne, machen wir es so. Der räumt hier auf, der geht ganz auf Risiko mit dem Feuer und dann ist das schon gut so. Denn der kann die Entschlossenheit gebrauchen und auch das hier ist nicht verkehrt. So kann er nämlich 1, 2, 3, genau, mit den 2 Entschlossenheit gleich nochmal, also er könnte dann bei der Jagd erstmal einen Wutanfall bekommen, wenn es denn nötig sein sollte und dann nochmal irgendwas verbessern. So, ja, dann wehre ich jetzt nichts ab. Aber das macht auch nichts, denn das Holz brauche ich ja nicht mehr. Ja, so soll es also sein. Hier wird jetzt gejagt. Ein letztes Mal. Ja, der unwahrscheinlich schlimme Gegner Vögel. Gut, dass ich mir dafür dann die Entschlossenheit aufgespart habe. Wer weiß, ob ich sie sonst geschlagen hätte. So, jetzt wird gebaut. Erstmal für 3 Holz die letzte King Kong-Falle. Zack. Ja, und dann wird nochmal unsicher was gebaut. Vom Zimmermann. Das hat nicht mal Erfolg und er kriegt einen Schaden. Ja, so kann es gehen. Kriegt er wenigstens 2 Entschlossenheit. Kann er zwar nicht mehr groß viel mit anfangen in diesem Spiel, aber was soll's, hat er immerhin. Ja, und dann wird nochmal die Moral hochgetrieben und 2 Entschlossenheit gibt es. Zack. Okay, dann geht das alles hier hin. Ja. Und ich hoffe, das bricht mir jetzt nicht das Genick, dass ich das ja nicht hingekriegt habe mit dem Feuer. Denn jetzt wird 3-mal gewürfelt. Ja, aber dann müsste ich jetzt schon 3-mal Palisade senken, hintereinander würfeln, dass der Filmstar noch entführt wird. Dann hätten wir noch ein bisschen länger was davon, ansonsten ist es nächste Runde vorbei. Beziehungsweise so viel länger hätten wir nichts davon, dann kann ich nämlich aufhören, dann habe ich verloren. So, ja, das reicht ja schon. Einmal nichts, dann das 2. Mal, Palisade wird gesenkt. Und das 3. Mal, obwohl... Oh nein! Mir fällt gerade auf, hier könnte ja noch eine Buchkarte kommen nächste Runde. Dann wäre ja auch vorbei gewesen. Aber alles gut, soweit. Alles auf der sicheren Seite. Ja, dann in der Nachtphase können nur 2 essen. Dann ist der Forscher... hungrig, der war hier. 1, 2. Okay.
Ja, dann geht's jetzt in die letzte Runde. Der Soldat ist Startspieler und jetzt wird der Affe eingefangen. Ja, dann Karte ziehen. Überflutung, euer Lager wird überschwemmt. Yeah. Zack. Drehe einen gebauten Gegenstand auf die Erfindungsseite und mache seine Auswirkungen rückgängig, falls möglich. Oder Waffenstärke minus 1 oder Palisade minus 1 oder jeder Spieler erleidet einen Schaden. Was mache ich rückgängig? Ja, komm, dann. Mache ich mal das Heilmittel rückgängig. Kann ich ja eh jetzt nichts mehr mit anfangen. Ups, da kommt es nicht hin, es kommt hier hin. So. Ja, wenn möglich, ein Holz abwerfen ist nicht möglich. Ich habe nämlich kein Holz. So. Ja, dann war es das. Es gibt zwei Entschlossenheit. Und, ja, wie viel Nahrung, ist eigentlich auch egal, wie viel Nahrung es gibt. Ich gehe ja gar nicht mehr bis zur Nachtphase durch. Denn, jetzt kann der Soldat nochmal das um einen anheben und dann diese Aktion hier ausführen. Und die anderen können sich getrost ausruhen, denn sonst ist ja nichts mehr zu tun. Denn, das wird abgehandelt, die Jagdaktion kommt. Waffenstärke wird um 5 reduziert, das heißt, der Soldat kriegt nochmal einen Schaden, aber King Kong ist jetzt endlich eingefangen. Puh, ja, war ja doch nicht so leicht wie gedacht, aber immerhin. Ja, und so fängt man halt einen Affen. So, die Jagd auf King Kong wurde erfolgreich beendet, damit sind alle Szenarien des Grundspiels durch. Was Robinson angeht, wird es also mit der Fahrt der Beagle weitergehen. Allerdings müsst ihr euch da noch ein kleines bisschen gedulden, denn das ist ja eine Kampagne und da würde ich doch gern nochmal so ein, zwei Spiele machen, bevor ich dann mit den Videos anfange dazu. Ja, es wird also mit einem anderen Spiel weitergehen. Mage Knight ist definitiv in Arbeit, dauert aber auch noch eine Weile, weil das ja etwas umfangreicher ist. Aber von den anderen Titeln der Liste kommen auf jeden Fall demnächst dann ein paar. Lasst euch überraschen. Ich bedanke mich bei euch für Zuschauen, wünsche viel Spaß beim Spiel und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.